Servus und willkommen zum wahrscheinlich letzten Video in diesem Jahr. Ich habe heute nochmal zwei Pakete bekommen. Sozusagen ist es für mich heute schon Weihnachten. Einmal vom Yannick, dem Erste-Hilfe-Guide, und einmal der Moritz, alias Franconia Medic. Ich hatte den beiden ja auch ein kleines Weihnachtspaket zugeschickt. Das Video bzw. die Kanäle dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dann würde ich sagen, machen wir die zwei Pakete doch gleich mal auf. Ja, die beiden Pakete sind jetzt geöffnet und ich würde sagen, starten wir einfach mal mit dem hier. Beide Pakete sind zu meinem Verwundern eigentlich relativ groß. Aber schauen wir direkt mal rein, was wir da so drin finden. Also, ja, cool. Hier finden wir zuerst mal, das ist das Paket von Yannick. Einen Kanülenabwurf, 200 ml. Das ist der ganz normale, diese Rigi-Box, 200 ml. Ich habe da eine ähnliche, also nicht dieselbe. Aber die Dinger sind echt, also ich bevorzuge die zu den normalen, weil die Dinger so stabil sind und so durchstichsicher. Und vor allem, du kriegst locker 8 Vigos mit rein, ohne Probleme. Also danke hierfür schon mal, das ist echt eine coole Sache. Dann Saugkompresse 20x40. Er war so ein Brief dabei. Er hatte erwähnt, dass das Ding abgelaufen ist, aber für mich kein Problem. Zum Üben kann man sie alle mal hernehmen. Ich habe übrigens im Notfallrucksack auch eine mit drinnen, falls ihr das, ich denke, ich habe schon mal irgendwo gezeigt, aber ich habe da auch eine mit drinnen. Und zwar aus dem Grund, bei starken Blutungen, bei stärksten Blutungen, kann man die auch verwenden, um dort eben das Blut gut aufzusaugen. Also die Dinger sind durchaus ganz gut. Dann eine kleinere Saugkompresse, 10x20. So eine habe ich drin in der Größe. Also die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Dann Desinfektionstuch für Wunden. Zwei Verbandpäckchen von Aluderm Sünden. Eine elastische Binde. Dann ein Emblem, das man sich ins Auto hängen kann. Mit Notfalls eigentlich. So weit ist es bei mir noch nicht. Ja, also ich strebe natürlich diese Ausbildung an. Momentan mache ich meinen Rettungssanitäter. Aber auf jeden Fall eine coole Sache. Dann haben wir hier, sieht aus wie so ein Poster. Das ist auch eine coole Sache. Einmal vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Bevölkerungshilfe und Katastrophenschutz. Dementsprechenden Hubschrauber dazu. Coole Sache auf jeden Fall. Dann natürlich von Pax, hat er auch geschrieben, darf nicht fehlen. Einmal dieser Schlüsselanhänger und die Bonbons natürlich. Beides auf der Redmobil hatte die hier. Dann Augenkompressen, die dürfen auch nicht fehlen. Sind auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil sie eben schon in der richtigen Form sind. Ein Dreiecktuch, schwarz aus vermutlich Viskose, denke ich mal. Ja, genau. Die sind relativ stabil. Ich mag die nicht ganz so, weil die zum Verknoten sind, die nicht so geil. Aber ansonsten sind die eben viel, viel stabiler. Dann ein Aufkleber, den man genau andersrum aufklebt, den man sich wahrscheinlich dann auch wieder ins Auto klebt. Habe ich so auch, ich habe es da schon gesehen, aber ich habe es noch nicht gefunden. Auf jeden Fall. Coole Sache, das auch. Dann ein Pflasterset. Aluderm, dementsprechend auch Sünden mit verschiedensten Pflaster. 4x Fingerverband, 4x Fingerkuppenverband und 12 normale Pflasterstrips. Nochmal extra eingepackt, das tue ich derzeit mal, derweil mal zur Seite. Ein Quick Reference Guide von Sam Splint, also von der Firma Sam, für die Sam Splint. Habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Ich kenne zwar dieses Ding, aber nur als PDF. Habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Kann man sich auf jeden Fall mal durchschauen. Also diese normalen Anwendungen, C-Curve oder Sugar Tang, sollten bekannt sein. Aber wenn man mal was anderes hat, ist es durchaus mal ganz praktisch. Kompressen, Alu beschichtet wieder von Sünden und ein Fingerling. Steril eingepackt, auch Aluminium bedampft. Dann Fließstofftücher, die habe ich auch im Rucksack drin, sind ganz praktisch, um mal den Mund zum Beispiel abzuwischen. Ähnliches. Ich denke mal so eine Broschüre bzw. ein Heft mit Risikovirusverletzungen, Infektionen. Ist auf jeden Fall ganz interessant mal durchzulesen, vor allem wie man sich dagegen schützt. Man hat zwar bestimmte Sachen, die man im Rettungsdienst öfter mal fährt, also Stichwort MRSA, MAGN,
MAN, ja. Also das Standardzeug, sag ich mal, was man so immer fährt, da weiß man, was man tun soll. Alles andere oder was eben mehr da ist. Man hat zwar so einen Hygieneplan, wo das drin steht, aber ich meine, die wenigsten haben den wohl dabei. Darum ist es ganz praktisch, einfach mal das durchzulesen. Und hier haben wir noch in der Box von Amazon. Sehr cool. Einmal ein Händedesinfektionsmittel von Braun. Das Promanum Pur. Kenne ich jetzt so auch noch nicht. Ich glaube, ich habe das schon mal verwendet. Das war. Es ist, riecht im Gegensatz zu dem normalen Sterilium angenehm. Weil das Sterilium kannst du ja nicht. Ne. Also Sterilium ist zwar gut, aber das stinkt eben dermaßen, finde ich. Dann kommen wir noch zu einem Paket von Moritz. Das Ganze ist ein bisschen schwerer. Fängt es auch gleich schon mal an mit einem Verband. Päckchen von Söhngen. Jetzt ohne Aluminiumbeschichtung. Mit Aluminiumbeschichtung. Oha. Okay, 5 Verbandpäckchen. 4-mal ohne Alu. 1-mal mit. Dann hier eine Innentasche von Pax. Das sind die neuen, die geschweißen. Also ich habe mir das jetzt auch lange angeschaut, diese Dinge. Viele meinen, die Dinge sind schlechter, beziehungsweise sind nicht ganz so gut wie die vernähten. Ich finde die Dinge aber, wenn man sich es ein bisschen überlegt, viel, viel besser, weil man sie halt sehr, sehr schnell reinigen kann. Also muss natürlich jeder für sich entscheiden, sie sind ein bisschen windiger auf jeden Fall. Aber von der Qualität her wirklich top, wie man es von Pax eben kennt. Und ich werde auch schauen, dass ich so langsam diese genähten Taschen eben durch diese ersetze, weil ich finde die wirklich prima. Dann eine Patientendecke. Eine Einmal-Patientendecke. Wir haben die blauen. Hier jetzt in weiß. Weitere Saugkompressen. Auch der Moritz hat mir ein paar Saugkompressen mitgeschickt. Das sind jetzt 10x10. Bisschen kleiner. Dann weitere Kompressen von Söhngen. Dermotect. Dann einen Endotrachealtubus Größe 8.0. Prinzipiell, ich habe zwar auch schon welche da, es sind auch zum Üben gedacht. Beziehungsweise, ja, so kannst du die ja eh nicht verwenden, ohne Laryngoskop, beziehungsweise ohne die dementsprechende Ausbildung. Dann hier, denke ich mal, sieht so aus wie Übungssets, 2 Stück. Eine Infusionslösung, E153, Elektrolyt-Infusionslösung. Ich denke mal, das ist sowas ähnliches wie eine Ringer. Da muss ich mir die Zusammensetzung nochmal anschauen. Auf jeden Fall einmal eine normale Infusionslösung. Dann haben wir hier, Moritz, du kannst mir gerne mal drunter schreiben, was das hier ist. Könnte eine Patientenunterlage sein, etc. Ähnliches. Bin jetzt derzeit mal überfragt. Jedenfalls haben wir ganz unten nochmal Kompressen von Söhngen, normale und Aluderm. Ja, das war's soweit mit diesem Video. Ihr seht, ich habe einiges von euch beiden bekommen und ich danke euch wirklich von Herzen. Vielen Dank für euer Material, das ihr mir im Gegenzug eben dazu geschickt habt. Ich wünsche euch beiden und natürlich euch allen da draußen viele Geschenke natürlich an Weihnachten. Schöne Weihnachten, schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann in alter Frische im nächsten Jahr wieder. Ihr dürft gespannt sein. Ich habe einiges in der Planung und ich denke, das würde euch auch gefallen. Wir sind jetzt ungefähr bei 850 Abonnenten, was ich so gesehen habe. Das heißt, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich die 1000 Abonnenten knacken. Und natürlich wird es auch da wieder ein schönes Unboxing geben. Da wird es aber im Vorhinein nochmal ein Ankündigungsvideo geben. Und ihr erfahrt es dementsprechend vorher. Ja, das war es soweit von mir mit diesem Video. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus.